So, und als nächsten Programmpunkt dürfen wir Herrn Diplom-Ingenieur Semi Nuori begrüßen. Herr Nuori hat sein Studium an der Technischen Hochschule in Darmstadt im Bereich Elektrotechnik und Nachrichtentechnik absolviert, abgeschlossen und ist eben seit 1992 bei GVC Professional beschäftigt und ist momentan Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich. Und er wird nun live hier bei uns im Studio in St. Pölten einen Vortrag zum Thema Streaming als Übertragungslösung in der elektronischen Berichterstattung halten. So, the stage is yours. Ich bin gespannt. Ich kann mir dabei noch nicht viel darunter vorstellen, aber das wird sich sicher bald ändern. Das werden wir, denke ich mal, heute klären. Ausgezeichnet. Ja, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen hier in St. Pölten bei der Lang nach der Forschung. Ich möchte Ihnen heute eine Möglichkeit vorstellen, die es erst seit kurzem gibt. Aufgrund der rasanten Entwicklung der Netzwerktechnologie ist es heute möglich, Videostreams über GSM-Netze zu übertragen. Und da lag es nahe, natürlich diese Möglichkeiten effizient in einem Produkt zu bundeln und damit die Anwender im Prinzip zu entlasten. Streaming kennen Sie, das ist etwas, was man, denke ich mal, im Alltag heute ständig benutzt. Ob das etwas ist wie YouTube, wo man sich ein Video anguckt oder eine Mediathek benutzt oder auch Telefonie. Das ist eine Anwendung. Eine andere Anwendung hat sich ergeben aufgrund der Möglichkeiten, die heute die schnellen Netze liefern. Früher hat man eine Live-Übertragung ohne Internet machen müssen. Das heißt, man war auf eine Satellitenrichtfunkstrecke oder Ähnliches angewiesen. Das heißt, es war zwingend notwendig, mit relativ viel Equipment zu arbeiten. Und in Gebieten, wo es keine Netzabdeckung gibt, ist das heute noch so. Wobei auch da über Satellitentelefonnetzwerke mittlerweile Möglichkeiten bestehen. Als jetzt nun die Entwicklung bei den GSM-Netzen fortgeschritten ist, gab es erste Möglichkeiten, Videodaten über diese zu übertragen. Und es gibt viele Unternehmen, die haben zum Beispiel Geräte in Form von Rucksäcken entwickelt, an die sie eine traditionelle Kamera anschließen können per SDI-Schnittstelle, Serial Digital Interface, und dann über diese Netze eine Live-Berichterstattung machen können, um zum Beispiel Beiträge von einer Festivität oder vom Marktplatz der Stadt oder so zu übertragen mit einem Live-Interview. Eine andere Möglichkeit ist es für Reporter, im Prinzip Aufnahmen, die sie gemacht haben, zeitversetzt, das ist dann kein Live-Betrieb mehr, über ein Schnittsystem zu bearbeiten und diese dann per File-Transfer-Protokoll, also FTP, über das World Wide Web zu übertragen. In beiden Fällen brauche ich natürlich extra Geräte, ich brauche den Streaming-Rucksack und sie brauchen einen Rechner. Wir möchten das nun vereinfachen und haben diese Funktionalität in ein Kameraprodukt hineingebaut. Das heißt, man kann eine Kamera nehmen und mit dieser Kamera im Prinzip direkt über ein Netzwerk kommunizieren. Das heißt, die schickt dann direkt einen Stream oder eine Datei über das Internet zu einem Sender, zu einem Produktionsstudio oder wie hier zu einer Universität. Das wurde zum Beispiel schon eingesetzt im Bereich des Solar Decathlon. Beim Bericht aus Kalifornien wurde im Prinzip übers Internet mit einem GSM-Netzwerk in Amerika gearbeitet und die Daten hier nach St. Pölten übertragen. Wo unterscheidet sich das eigentlich, ein Stream oder eine Dateiübertragung? Ich sage mal, das ist so ähnlich wie ein Wasserhahn. Wenn Sie aufdrehen, das ist der Stream, da haben Sie sofort Wasser. Die Wasserqualität hängt so ein bisschen vom Rohrleitungsnetzwerk ab. Das heißt, wenn das verkalkt ist, kommt wenig Wasser raus. Im Streaming ist das so, dass die Datenrate niedrig wäre. Dann kommt dann eben auch wenig raus und Sie haben dann eine relativ schlechte Bildqualität. Eine Dateiübertragung ist eher etwas, wie wenn Sie einen Wasserkasten im Supermarkt holen und nach Hause holen. Das kann lange dauern, wenn Sie den nach Hause tragen, oder kann schnell gehen, wenn Sie mit dem Fahrrad oder mit einem Wägelchen arbeiten. Die Wasserqualität, die Sie haben, ist immer die gleiche. Ja, das ist im Prinzip eine Dateiübertragung. Das heißt, Sie müssen erstmal die ganze Datei, sprich den ganzen Wasserkasten, übertragen. Und wenn er dann da ist, können Sie das Wasser nutzen. Und die Qualität dieses Wassers hängt nur vom Ursprung ab, also wo das herkam. Und das ist bei Dateiübertragung genauso. Wenn Sie eine HD-Datei haben mit 1080x1920er Auflösung und Sie übertragen die per FTP, ist das nach wie vor eine HD-Datei, da leidet die Qualität nicht. Es kann nur etwas länger dauern, wenn die Datenrate niedrig ist bei der Übertragung. Wenn Sie eine Standard-Definition-Datei haben, dann dauert es eben nicht mehr so lange, weil die Datei einfach kleiner ist und Sie haben dann eben nur Standard-Definition-Qualität.
Das ist ein typisches Modell, was Sie hier in dem nächsten Chart sehen, für eine Streaming-Verbindung. Sie haben also ganz oben in diesem Schichtenmodell Contents, also Inhalte, Video, Audioquellen und natürlich einen Encoder, der das in kleine Daten verwandelt, damit man das überhaupt über Netze übertragen kann. Dann brauchen Sie Protokolle wie RTP, UDP und zum Steuern so etwas wie RTSP zum Beispiel. Und Sie brauchen natürlich eine IP-Verbindung, um dann mit dem Stream irgendwo hin zu gelangen und natürlich auch eine Hardware, um das hardwaretechnisch zu realisieren. All diese Dinge sind normalerweise in mehreren verschiedenen Geräten drin. Wir haben sie im Prinzip in eines hineingebaut und das ist die Kamera. Die macht letztendlich die Inhalte, klar, das macht eine Kamera, die nimmt Videobilder auf, die hat ein Mikrofon, dass sie Tonaufnahmen machen können und die hat natürlich ein Kompressionsverfahren, damit sie die Daten auch in handliche Größe verwandeln können. Und das ist jetzt neu, die neue Kamera erzeugt auch die Steuerprotokolle und die Übertragungsprotokolle, dass Sie also direkt aus der Kamera heraus arbeiten können. Sie brauchen also nur noch einen Dienstleister, um die Daten über entsprechende Netzwerke zu verschicken. Schauen wir uns Anwendungsszenarien an. Das erste Anwendungsszenario ist im Prinzip eine Live-Sendung. Das heißt, Sie erzeugen einen Livestream, in dem Sie ein Interview machen mit einem prominenten Gast zum Beispiel auf einem Marktplatz und wollen das direkt live im Fernsehen zeigen zum Beispiel. Dann können Sie das auf diese Art und Weise realisieren. Die Kamera nimmt den Interviewpartner auf und der Datenstream wird live direkt an ein Empfangsgerät übertragen. Und dieses Empfangsgerät macht wieder ein normales Videosignal aus diesen Datenströmen. Und dieses Videosignal können Sie dann weiterverarbeiten, um es zum Beispiel wieder auf einer Homepage wieder als Stream darzustellen. Oder Sie können es auch auf konventionellen Wegen in zum Beispiel Kabelnetzwerke einspeisen. Das Ganze funktioniert technisch so. Die Kamera muss wissen, wo der Stream hingeschickt werden soll. Und dann wird im Prinzip die Aufnahme vorbereitet und wenn alles ready ist, dann drücken Sie im Prinzip nur noch auf den Knopf und dann schickt ihr einen Stream an, zum Beispiel einen Rechner bei einem Fernsehsender oder wie hier an der Universität und Sie können dann im Prinzip diesen Stream weiterverarbeiten. Da muss also nur einmal eine Konfiguration gemacht werden, die dann für alle weiteren Streams funktioniert. Nun ist es so, das Internet ist mal schneller, mal langsamer, je nachdem, wie die Auslastung im Netz ist. Das hängt natürlich davon ab, wie viele User im Netz gerade unterwegs sind, besonders bei GSM-Netzen. Das ist ja ein sogenanntes Shared Medium. Das heißt, je mehr Nutzer reingehen, umso weniger Bandbreite bleibt für jeden Nutzer übrig. Und das heißt, man weiß vorher manchmal nicht so genau, was für Datenraten man denn übertragen kann. Und im Live-Betrieb brauchen Sie immer eine bestimmte Datenrate, damit es nahtlos funktioniert. Dem haben wir Rechnung getragen. Zum Beispiel können Sie entscheiden, dass Sie mit verschiedenen Auflösungen arbeiten und auch verschiedene Datenraten nutzen. Das kann also mit Standard Definition, also normaler PAL-Auflösung, bei 5 Megabit liegen. Sie können aber auch runtergehen bis 300 Kilobit. Natürlich kriegen Sie dann keine hochwertige Fernsehqualität mehr, aber denken Sie zum Beispiel an einen Reporter, der irgendwo in einem Krisengebiet ist und nur ein Satellitentelefon hat. Damit kann er immerhin Bilder und Tondokumente in Live-Interviews und als Live-Sendung verteilen, was sonst nicht möglich wäre. Und damit gibt es auch natürlich dann die Möglichkeit, wenn Sie mehr Datenkapazität haben, dass Sie in HD, in 720p oder 1080 arbeiten. Das ist einfach eine Frage, was das Netz hergibt. Es gibt bei Netzbetrieb ja meistens nur eine mittlere Datenrate, die man letztendlich nutzen kann. Wenn jetzt ein Messprogramm zum Beispiel sagt, Sie haben eine Datenrate von 7,3 Megabit, dann heißt das nichts anderes, dass Sie einen Durchschnitt von 7,3 Megabit haben. Das heißt nicht, dass Sie garantiert immer 7,300 haben, sondern das kann mal 2 sein, das kann mal etwas über 7 liegen, das kann aber auch mal einbrechen. Und bei einer Videoübertragung ist so ein Einbruch natürlich sehr schädlich, weil die Videoübertragung einen kontinuierlichen Datenstrom erwartet. Und wenn dann irgendwo ein Einbruch in der Datenrate stattfindet, dann verlieren Sie IP-Pakete. Und diese verlorenen Pakete bringen dann beim Empfang den Decoder durcheinander und dann kriegen Sie entsprechende Blockbildung oder Tonstörungen. Um das zu vermeiden, kann man mit Fehlerschutzalgorithmen arbeiten. Das heißt, Ihre Daten, bevor sie auf die Reise geschickt werden, bekommen
einen entsprechenden Satz an zusätzlichen Hilfsdaten mitgeliefert, die dann praktisch, wenn man sie braucht, dazu dienen, verloren gegangene Daten zu rekonstruieren. Das ist das, was ein Fehlerschutzdecoder macht im Prinzip. Der nutzt entsprechende Zusatzdaten, um verloren gegangenes mathematisch einwandfrei zu rekonstruieren. Und damit kann man solche Dateneinbrüche größtenteils überbrücken und sie kriegen dann keine Bildstörungen, was bei einer Live-Übertragung natürlich störend wäre. Wenn Sie normale Protokolle wie UDP oder RTMP betrachten, dann sind die nicht sehr fehlerresistent. Das heißt, schon ungefähr ein 0,5% verlorene Pakete führen dazu, dass es zu sichtbaren oder hörbaren Beeinträchtigungen kommt. Es gibt aber andere Lösungen. Die Firma Sixi hat zum Beispiel so etwas entwickelt. Die geben den Daten erheblich viel mehr Fehlerschutz mit. Und damit ist es möglich, die Resistenz gegenüber verloren gegangenen Paketen deutlich zu erhöhen. Das liegt dann irgendwo schon bei 5%, wenn Sie da nur eine milde zusätzliche Fehlerschutzkodierung beifügen. Sie können aber auch, wenn Sie mehr Verzögerungen in Kauf nehmen, mit bis zu 30% Packet Loss arbeiten. Das heißt, Sie können bis zu fast einem Drittel Ihrer Daten verlieren und haben trotzdem im Bild keinerlei negative Einflüsse, die Sie bemerken. Und wir haben mit den Kameras, die diese Funktionalität haben, diese Möglichkeit der Protokolle eingebaut und können damit auch bei sehr schlechten Netzverbindungen brauchbare Live-Interviews machen. Das geht halt ein bisschen auf Kosten der Latenz. Das heißt, Sie sparen im Prinzip Fehler. Das heißt, Sie kriegen weniger Fehler in dem Datenstrom, aber Sie opfern dafür Zeit. Das heißt, es dauert etwas länger, bis die Daten zu sehen sind am anderen Ende der Übertragungsstrecke. Und das Ganze funktioniert sehr vereinfacht dargestellt so. Das ist ein bidirektionales Protokoll, was letztendlich die Kamera steuert von der Ferne und im Prinzip kontinuierlich misst, wie der Datenstrom denn beschaffen ist. Ist der Datenstrom gut, wird weniger Fehlerschutz dem Datenstrom hinzugefügt, dann brauche ich den ja auch seltener. Wird der Datenstrom schlecht, wird der Fehlerschutz erhöht und dafür die Datenrate gesenkt. Natürlich sinkt dann etwas die Qualität, aber Sie haben keine Aussetzer oder Tonstörungen. Wenn es mal einen kompletten starken Einbruch gibt, dann kann man auch mal ein komplettes Frame wiederholen bei der Übertragung. Auch das kostet natürlich Zeit, aber am Ende wird der Datenstrom wieder sauber zusammengesetzt und Sie haben keine sichtbaren Störungen. Das sind Technologien, die wir bei JVC in unsere Kameras eingebaut haben, um praktisch eine Alternative zu bieten beim Livestreaming und bei der Live-Übertragung. Es gibt aber noch ein anderes Anwendungsszenario. Man kann ja Daten aufnehmen und diese Daten dann später, nachdem man selektiert hat, welche Daten sind denn überhaupt interessant, diese Daten dann mit entsprechenden Netzwerken versenden. Die Funktion, die gibt es schon sehr lange, das nennt sich File Transfer Protocol, FTP. Und damit hat man die Möglichkeit, im Prinzip weltweit, wenn man einen Netzzugriff auf das World Wide Web hat, dann Daten an die Zentrale, an das Schnittstudio, an den Fernsehsender oder an die Universität zu schicken. Unsere Kameras zeichnen auf SDHC-Karten auf. Das erleichtert die Sache natürlich etwas, weil damit der Zugriff von einem normalen PC sehr einfach ist. Und so wurde das auch bisher gemacht. Aber wir wollen ja vom PC weg, weil das natürlich ein zusätzlicher Arbeitsschritt ist. Das heißt, ich muss die Karten erst aus der Kamera entnehmen, ich muss sie in den PC tun und ich muss auch die Bedienung eines Schnittsystems beherrschen. Und wenn man irgendwo in Eile ist und vielleicht der PC etwas langsam bootet oder andere Sachen dazwischen kommen, kann das schon ganz schön nervenaufreibend sein. Deswegen haben wir auch diese Funktionalität in die Kamera integriert. Das heißt, man kann in der Kamera mehrere File-Transfer-Protokoll-Accounts einrichten. Das geht übrigens auch mit Verschlüsselung. Das heißt, Sie können dann sicher sein, dass die Daten keiner abfangen kann auf dem Weg. Das ist ja im Moment gerade ein großes Thema. Und mit Secure FTP zum Beispiel kann man die Daten dann von der Kamera direkt zur Sinke im Prinzip übertragen, ob das jetzt ein Studio, ein Sender oder eine Universität ist. Das kommt dann im Prinzip auf einem Rechner an, wo ein sogenannter FTP-Server läuft, zum Beispiel ein Programm wie FileZilla. Und damit kann man sich die Dateien dann abholen. Und die sind exakt so, als hätten Sie die Karte vor sich liegen und könnten sie direkt nutzen, weil es gibt keine Datenverluste bei FTP. Diese Funktionalität haben wir als zweite Lösung eingebaut. Gerade für die Berichterstattung ist das eine sehr interessante Sache. Nun ist es so, wenn Sie einen Bericht machen, haben Sie meistens eine Aufnahme, die ist vielleicht eine Stunde lang. Und Sie haben ein Netz, was vielleicht dann einen Tag brauchen würde, um diese Stunde zu übertragen.
Das lohnt sich natürlich nicht, aber vielleicht ist ja aus dieser Stunde nur 5 Minuten wirklich erst einmal interessant und für die Nachrichtensendungen am Abend das, was man braucht. Deswegen, um das zu erleichtern, haben wir in die Kamera ein Schnittprogramm reingebaut, um das mal übertrieben zu sagen. Im Prinzip haben Sie 3 Tasten, In und Out und Trim. Das heißt, wenn Sie eine Stunde Material haben, können Sie beliebige Stellen aus dieser Stunde rausschneiden, zum Beispiel einen 3-minütigen Clip, und diesen dann als separate Datei abspeichern und nur diese dann übertragen. Damit speichern Sie im Prinzip einen neuen Clip. Der alte 1-Stunden-Clip wird nicht angetastet, sondern Sie haben einfach nur eine Kopie dieser kleinen Sektion gemacht. Und damit haben Sie die Möglichkeit, wenn das Netz nicht so viel Datenrate hergibt, auch kleine Clips von 2-3 Minuten, wo aber inhaltlich sehr viel Interessantes drin ist, zu übertragen. Und Sie brauchen dazu kein Schnittsystem, also Sie können auch sehr leicht reisen. Die Kamera können Sie in Ihr Handgepäck stellen und Sie brauchen keinen Rechner und Sie brauchen keine zusätzlichen Geräte, Akkus und Ladegeräte dazu. Das geht alles in der Kamera. Die Frage, wie lange dauert das dann? Naja, wenn Sie 9 Megabit Übertragungsrate haben und einen 3-minütigen Videoclip in Standard Definition, also in PAL-Auflösung, dann dauert das in etwa Echtzeit, also dann dauert die Übertragung auch 3 Minuten. Wird es langsamer, die Übertragung, also haben Sie zum Beispiel nur 4 Megabit Datenrate, dann dauert es 6 Minuten. Wenn Sie auf HD gehen und sagen, ich will dann HD mit meinem relativ langsamen 4 Megabit übertragen, dann dauert das halt auch schnell mal eine halbe Stunde. Das heißt, man muss überlegen, in welcher Auflösung möchte ich denn überhaupt übertragen, weil das hat einen starken Einfluss auf die Größe der Datei. Aus diesem Grund, weil man in die Entscheidung letztendlich nie so genau weiß vorher, was möchte ich denn nachher mit der Footage machen, kann die Kamera in zwei verschiedenen Formaten gleichzeitig aufnehmen. Das heißt, für das Archiv kann ich HD aufnehmen und für die Übertragung kann man ein Proxy-Format aufzeichnen, was wesentlich weniger Datenrate hat, dafür aber kleinere Dateien produziert, die man sehr leicht übertragen kann. Jetzt kann es ja passieren, dass mitten in der Übertragung, die dauert vielleicht 10 Minuten, was Interessantes passiert. Auch dem haben wir Rechnung getragen. Die Kamera kann auf eine zweite Karte während einer laufenden Übertragung aufzeichnen und damit geht auch nichts verloren. Das heißt, sie kann 2 Funktionen zugleich ausführen. Und das schauen wir uns nochmal zum Abschluss der Präsentation an, wie die real existierenden Produkte dazu aussehen. Dazu möchte ich Ihnen erst einmal die Kamera vorstellen, die wir als erstes in diesem Einsatzgebiet verwendet haben. Das ist hier die GYHM650. Ich schwenke die jetzt mal hier rum und Sie sehen jetzt hier einen Videostream, den wir jetzt hier direkt an den Rechner schicken von dieser Kamera. Sie sehen also, wenn ich die Kamera bewege, dann haben Sie in dem Video-LAN-Client-Fenster im Prinzip das Video und Sie sehen hier im Prinzip die Aufnahmetechnik auf der gegenüberliegenden Seite des Studios. Das ist ein Produkt. Gehen wir mal hier wieder auf Vollformat. Und möglich geworden sind solche Produkte, wenn Sie überlegen, was in so einer Kamera alles drin steckt, nur durch die hochintegrierte Halbleitertechnik, die wir heute zur Verfügung haben. Da ist ein sogenannter LSI, das steht für Large Scale Integration Chip drin. Da sind viele Millionen Transistoren drin und der macht so ziemlich alles in der Kamera, von der Signalverarbeitung über die Adressierung der Speichermedien, und er erzeugt auch die Streams und bedient die USB-Schnittstelle, an die man dann die entsprechenden netzwerkfähigen Geräte anschließt, wie zum Beispiel GSM-Modems, also so etwas hier, oder WLAN-Sticks, also hier, das wäre jetzt ein Beispiel von Netgear, gibt aber von verschiedenen Herstellern. Die werden einfach angebunden und das macht alles dieser LSI-Chip in der Kamera. Und das sieht von der Innenarchitektur so aus. Es gibt also einen Bereich auf der linken Seite, da ist die ganze Kamera-Signalverarbeitung drin. Und letztendlich würde das dann da enden, wo die SD-Karte ist, da wo der rote Pfeil reingeht bei einer normalen Kamera. Da haben wir also im Prinzip dann die Aufnahmetechnik und da geht das Signal dann hin, wird gespeichert und wie in jeder normalen Kamera dann irgendwann ausgelesen. Bei dieser Kamera ist das aber anders. Man kann auch zusätzlich noch über ein USB-Gerät, was ich Ihnen eben gezeigt habe, den Stream nach draußen geben. Aufzeichnung geht trotzdem gleichzeitig. Man kann also 2 Sachen gleichzeitig machen. Oder man nimmt auf eine Karte, wie ich eben schon erläutert hatte, und auf der anderen Karte wird ein FTP-Client bedient, der dann die Daten von der anderen Karte, das muss nichts mit der Aufnahme zu tun haben, die im Moment läuft, dann eben über die USB-Schnittstelle und entsprechend daran angeschlossene Netzwerkgeräte rausgibt.
Das heißt, man hat damit eine sehr unabhängige Lösung und kann, wenn man eben einen solchen GSM-Stick verwendet, überall, wo ein Netzwerk vorhanden ist, was LTE hat, es geht auch mit 3G, allerdings dann mit verminderter Datenrate, eine Live-Berichterstattung machen. Quasi die einzigen Kosten, die dann anfallen, sind die monatlichen Gebühren für einen solchen Stick und den Vertrag, der da dran hängt. Das liegt so irgendwo zwischen 20 und 50 Euro. Vergleicht man das mit zum Beispiel einer Satellitenübertragung, so ist das ein winziger Bruchteil von dem, was da an Kosten anfallen würde. Wir haben aber auch größere Kameras, Schulterkameras, die auch diese Technik mittlerweile drin haben und die haben noch mehr Möglichkeiten. Die können mehr Protokolle, um flexibler zu sein, wenn man das zum Beispiel an einen sogenannten CDN geben möchte, also ein Content Distribution Network. Dann braucht man bestimmte Protokolle, das können die großen Kameras und damit hat man die Möglichkeit, auch direkt einen Stream zu verteilen. Und die Kamera kann natürlich im Videobereich auch viele Dinge, die ich aber hier jetzt nicht näher erläutern möchte. Auch da haben wir bei der großen Kamera, das ist die YHM800-Serie, viele verschiedene Datenraten vorgesehen, um je nachdem, was die Netzqualität hergibt, dann mit mal weniger und mal mehr Datenrate arbeiten zu können, sich eben flexibel an die Gegebenheiten anpassen zu können. Und was da auch noch sehr interessant ist, diese Kamera verfügt über einen sogenannten Pool-Feed-Eingang. Das ist im Prinzip eine Videoschnittstelle. Diese Videoschnittstelle ermöglicht es einmal, Daten aufzuzeichnen auf die SDHC-Karten. Zum anderen kann man aber auch einen Stream aus diesem Eingangssignal machen. Das heißt, mit dieser Kamera hat man praktisch im Koffer einen Streaming-Encoder. Wenn man also plötzlich feststellt, ich würde jetzt gerne einen Stream machen von einem Signal, was aus einem Bildmischer kommt, dann kann man den Bildmischer an die Kamera anschließen und sofort damit quasi einen Stream versenden. Auch wenn man vielleicht nicht dran gedacht hat, ein entsprechendes dediziertes Streaming-Gerät mitzunehmen. Darüber hinaus kann man die auch als Studiokamera einsetzen. Das tut der Streaming-Funktion keinen Abbruch. Es geht beides gleichzeitig. Das sind Funktionen, die eher im traditionellen Videobereich liegen und sehr viele Einsatzgebiete eröffnen. Zum Schluss noch eine Funktion, die vielleicht jetzt nichts direkt mit Streaming zu tun hat, sehr wohl aber mit Netzwerktechnik. Die Kameras, die ein Interface haben, haben auch einen Webserver eingebaut. Und dann kann man im Prinzip mithilfe dieses Webservers über jeden normalen Internetbrowser, ob das jetzt ein Firefox ist oder ein Safari, die Website der Kamera aufmachen und die Kamera fernsteuern. Das heißt, nicht nur, dass man den Stream im Prinzip sich anschauen kann, nein, man kann auch noch den Weißabgleich zum Beispiel korrigieren, falls der nicht stimmen sollte und das ganz von der Ferne. Das ist also auch eine Funktion, die sich aufgrund dieser Netzwerkaffinität der Kameras realisieren ließ. Das geht, wie gesagt, auch über lange Distanzen. Natürlich muss man dann vorsichtig agieren, weil die Latenzen natürlich bedeuten, man tut etwas und wartet dann erst einmal, weil es tut sich natürlich nicht sofort was im Bild, sondern man muss warten, bis der Effekt sichtbar ist. Das kann so 3 bis 10 Sekunden dauern. Damit sind wir am Ende des Vortrages und ich gebe wieder zurück an die Moderation. Eine Frage. Und zwar gibt es die Möglichkeit auch, wenn ich jetzt vorhandenes Material habe, beziehungsweise bei einer Live-Produktion bin und schon mehrere Kameras im Einsatz habe, diese dann natürlich auch, also zum Beispiel das Programmsignal in die Kamera einzuspeisen und das dann an R zu geben. So ist es. Ja, das ist genau der Eingang, den wir an der neuen Kamera dran haben. Das heißt, man kann jedes externe Signal zuführen und die Kamera umschalten, dass sie eben statt des Live-Bildes, was sie selber sieht, eben das zugeführte Signal dann als Live-Bild rausstreamt. Das ist dann aufzeichnen zum Beispiel. Das kann eine Aufzeichnung sein, eine externe, eine interne Aufzeichnung ist so nicht möglich. Also man kann aber das zugeführte Signal aufzeichnen. Aber ich kann keine Aufzeichnung streamen, das geht nur per FTP dann. Haben Sie weitere Fragen? Ja, gibt es schon Ansätze für Verbundkamerasysteme, die gemeinsam in einem Netz streamen können? Haben wir im Moment noch nicht drüber nachgedacht, aber warum nicht? Ich meine, als die Kameraserie zum Anfang rauskam, hat sie nur FTP gemacht. Unsere Entwicklung hat dann Informationen und Anregungen gesammelt und dann kam das Streaming im Prinzip als Resultat dieser Anregungen von unseren Nutzern. Und ich denke mal, wenn man da ein bisschen Recherche betreibt, vielleicht eine der nächsten Produkte in diesem Bereich könnte das durchaus haben, solche Funktionalität. Publikum. Wir haben, ja,
gleich hier das Signal auf dem Mikrofon. Mikro-Action. Und die Moderatorin können auch schon zu mir kommen. Ja, dann möchte ich mich zunächst mal beim Herrn Nuri von GVC Professional bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, zu uns nach St. Pölten zu kommen und uns hier so kompetent über diese neue Technologien berichtet hat. Und wünsche allen Zusehern in den Standorten hier in Niederösterreich ja, viel Spaß bei der weiteren Sendung hier in St. Pölten in unserem Videostudio, in der Showroom-Gruppe. Und darf jetzt auch wieder an unsere Moderation übergeben. Vielen Dank, Herr Nuri. Vielen Dank. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Ja, vielen Dank.